Abend, Puttchen Stadler. Guten Abend, dann kann ich ja gleich aufziehen. Guten Abend. Guten Abend. Mann, hab ich jetzt einen Kohldampf. Sie auch, Chef? Und ob? Doch später geworden, als wir dachten. Hast du noch was vor? Weiß noch nicht. Kann schon sein. Riecht gut. Will jemand was zu trinken? Bier. Aber schön kalt. Hat Kerra schon angerufen? Kerra? Bis jetzt noch nicht. Chef, eigentlich war das eine tolle Idee von Ihnen, das mit der Kiste. Wie ich Kerra kenne, hat er sich bestimmt riesig darüber gefreut. Na, ich weiß nicht. Ich kann mir eher denken, dass er vor Zorn an die Decke gegangen ist. Wieso? Das ist doch ein richtig schönes Geburtstagsgeschenk. Ja, richtig schön schwer. 1,5 Zentner hat die Kiste gewogen. Und eine solide Verpackung. 20 Stahlwender. Bitte, lasst es euch schmecken. Dankeschön. Vielleicht macht er sie gar nicht auf. Wenn der die Aufschrift liest, macht er sie bestimmt auf. Auf der Kiste stand Original Scotch Whisky. Eigentlich schade, dass wir nicht dabei sind. Guten Appetit. Dankeschön, gleichfalls. Putz, nimm doch mal ein Bierglas da weg. So. Aber eine trinken wir noch. Eine trinken wir noch von dem Whisky. So, Gott sei Dank. Das ist aber gut verpackt. Was ist das denn? Das ist Steine. Hier, jetzt kommt die Hauptsache. Ich will das Gefühl nicht los, hier hat sich jemand einen Spaß erlaubt. Wahnsinnig komisch. Weg mit dem Krempel! Da unten liegt ein Päckchen. Mit kollegialen Grüßen, Martin Hausmann, Philipp Müdel. Also Whisky ist da keiner drin. Nur mach schon auf. Da hängt ein Schild dran. Grüß dich, Bruderherz. Was ist denn Quatsch? Mensch, Walter, deshalb brauchst du dich doch nicht aufzuregen. Ein Kamel ist ein sehr intelligentes Tier. Halt doch deine Klappe. Das ist eine solche Unverschämtheit. Der hört bei mir der Spaß auf. Dabei ist das Vieh nicht billig. Die Dinger kosten eine ganze Menge. Das ist mir doch scheißegal. Schenk's deinem Jungen, der freut sich. Der kann ja prima damit spielen. Den Martin will ich heimzahlen, das schwöre ich dir. Ihr habt sie aufgekriegt. Eine ganz schöne Arbeit, was? Und wie ist der Whisky? Ja, so dein Whisky. Ach, das ist aber süß. War das auch drin? Auch ist gut. Wo kommen denn die Ziegelsteine her? Aus der Kiste. Und was ist das? Nur ein Stückchen Straßenbahnschiene. Das ist aber ein Witz. Hier, bitteschön. Chef, an Ihrer Stelle würde ich ihm die Kiste einfach zurückschicken. Klar, du musst dich revanchieren. Schick ihm die Kiste zurück und tu was rein, was fürchterlich stinkt. Oder was explodiert. Oder was explodiert und stinkt. Prost! Ich hab da so eine Idee. Was denn für eine Idee? Ja, hört mal her. Kuno hat eine Idee. Und seine Ideen sind immer klasse. Kennt ihr die Nummer mit dem Pferd? Nein. Wie war die denn? Ja, vor 2 Jahren, da haben sie ihn aus der Kunstakademie rausgeschmissen. Kuno hat sich das natürlich nicht so ohne weiteres gefallen lassen. Und was hat er gemacht? Na los, Kuno, erzähl! Was? Na, das mit dem Pferd! Naja,
als ich mal aus unserer Stammkneipe kam, frühmorgens war das so um 6, ja. Da stand auf der anderen Straßenseite ein Pferdefuhrwerk. Da bin ich einfach rüber und habe ein Pferd ausgespannt. Und damit bin ich zu Molzer, zu Professor Molzer. Das war der, der ihn rausgefeuert hat. Na, der wohnt ein paar Straßen weiter, im 5. Stock. Und da bin ich mit dem Pferd rauf. Was? Im Haus, die Treppen rauf? Na klar, rauf kann ein Pferd gehen, nur nicht mehr runter. Und da habe ich ihm das Pferd vor die Tür gestellt und geklingelt. Und dann bin ich abgehauen. Ich habe nur noch gehört, wie der Molzer fürchterlich um Hilfe geschrien hat. Und wie haben Sie das Pferd wieder runtergekriegt? Na, mit der Feuerwehr. Die mussten die Feuerwehr rufen. Das ist ja ein tolles Ding. Bei Martin kommt das nicht an, der wohnt parterre. Für den habe ich was viel Besseres. Hat's geschmeckt? Na, danke. Ausgezeichnet. Wenn jemand noch was haben will, in der Pfanne ist noch genug. Na, Philipp, wie wär's denn? Ausgeschlossen. Oh, Schokoladenpudding, der geht bestimmt noch rein. Was? Immer. Hey, was denn los? Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, heute Abend noch bei Latzke vorbeizufahren. Genauer gesagt bei Lilly. Mhm. Na, warum bist du nicht? Schwierig. Schwierig? Wieso? Ja, das ist so eine Sache, Chef. Was faul? Die Sache ist die. Lilly. Ich nehme Ihnen das weg. Danke. Sie will weg. Was hat die Nase von dir voll? Na, von mir noch nicht, aber von ihrem Alten. So. Immerhin hat sie ihm jetzt 3 Jahre in der Raststätte geholfen. Na, sie will jetzt einfach mal raus. Verständlich. Na, Sie verstehen das wenigstens. Aber der alte Latzke ist stur wie ein Esel. Der lässt sie einfach nicht gehen. Lilly ist doch 21. Kann sie machen, was sie will. Ja, eben. Deswegen hat sie jetzt auch eine Stellung angenommen. Hotelfach. Außerhalb natürlich. Na und, hat's geklappt? Mhm. Heute Morgen hat sie Bescheid bekommen. Hotel in Kempten. Ist doch großartig. Für Lilly ja, aber... Ah ja, ich verstehe. Kempten. Ist dir zu weit? Nein, das ist es nicht. Na, was ist denn dann? Ein Mädchen, das so gut aussieht wie Lilly, ist doch dauernd gefährdet. Na, Sie verstehen, Chef. Ein so großes Hotel mit so vielen Zimmern? Aha. Verstehe. Ich mach eine Wette. Der Hausmann fällt da nicht drauf rein. Nie im Leben. Das werden wir ja sehen. Vorsicht. Moment. Sag mal, und die Ziege, die steht wirklich immer noch in der Akademie? Na, vor ein paar Tagen stand sie jedenfalls noch da. Die holt doch keiner ab, weil sie viel zu schwer ist durch den Betonsockel, auf dem sie steht. Der Direktor hat schon mal dran gedacht, mal die Ziege sprengen zu lassen, aber sie hatten Angst wegen der großen Glasscheiben. Ihr scheint euch ja wohl zu fühlen. Ja, ja. Habt ihr alles? Braucht ihr noch was? Nö, danke. Danke. Ja? Sonst ruft ihr, ja? Ja. Also, Kuno, du rufst jetzt den Hausmeister in der Akademie an und sagst ihm, dass morgen Abend um 6 deine Ziege abgeholt wird. Und dass sie von einem Großindustriellen gekauft wurde. Ich such dir die Nummer raus. Und wer ruft Hausmann an? Erwin. Kommt überhaupt nicht in Frage. Nun zieh nicht gleich den Schwanz ein, du als alter Stimmenimitator. In der Art, wie du Moser nachmachst. Bisschen nuscheln und so. Mich erkennt er sofort. Mit Kuno hat Martin doch bestimmt noch nicht gesprochen. Klar. Du brauchst dem Hausmann nur zu sagen, hier ist Professor von Bergstedt. Wie kommst du denn auf den komischen Namen? Für den Professor habe ich vor ein paar Tagen eine vollautomatische Küche aus Karlsruhe geholt und ihn in die Brentanostraße gefahren. Klotzige Villa mit einem Riesenpark. Die wird völlig umgebaut und ist noch nicht bewohnt. Morgen ist Freitag. Wenn der Hausmann so um 8 Uhr abends die Ziege abliefern soll, ist dort kein Mensch mehr da. Und was macht dann Hausmann mit der Ziege? Vielleicht fährt er sie ein bisschen ins Grüne. Bruno! Kunstakademie, ein Herr Karlbaum. Hallo, Herr Karlbaum. Hier spricht Walle Wiczynski. Kuno Walle Wiczynski. Ja. Na, wo brennt's denn? Deine Ziege, ja? Verkauft? Ach, du bist ja verrückt, Menschenskind. Wird abgeholt? Morgen Abend? So, ein Großindustrieller, der hält das für große Kunst. Na ja, der muss es ja wissen, oder? Was ich sagen wollte, kommt er mit einem Tieflader. Und wie heißt er? Nein, ich meine, der das Ding abholt. Hausmann. Ja, ist gut. Nur damit ich die Miniaturplastik nicht im Falschen aushändige.
Ja, geht in Ordnung. Morgen Abend um 6. Vielen Dank auch, Herr Karlbaum. Gute Nacht. Haut hin. Prima. Und jetzt Hausmann. Ja, oh ja, Moment, Moment. So einfach ist das nur auch wieder nicht. Ich muss mir hier erst den genauen Text zurechtlegen. Los, lass mal die Luft aus den Gläsern, damit eine Stimmung kommt. Bier her! Oh Gott, nur habe ich mich schon wieder vertippt. Heute kann ich nicht mehr. Morgen früh schreibe ich es Ihnen noch mal ab. Tut mir leid, Muttchen Stadler. Mehr als zweimal verlängert mir das Finanzamt den Termin nicht. Ihr Chef, das ist er. Der neue 38-Tonner mit Kippkabine. Braucht man einfach nur hochzuklappen. Feine Sache. Zwei Handgriffen und das Fahrerhaus ist oben. Der Motor ist frei, man kann überall dran. Mhm. Na, gefällt mir gar nicht schlecht. Vor allen Dingen kriegen wir dann endlich mal eine saubere Kabine. Wieso? Na ja, beim Kippen fällt da ein ganzes Gerümpel raus. Sag mal, wie spät ist denn das eigentlich? Gleich 9:30. Stadler? Wen wollen Sie sprechen? Ich kann Sie so schlecht verstehen. Herrn Hausmann, ja natürlich, der wohnt hier. Einen Augenblick, ich muss ihn erst rufen. Herr Hausmann! Na ja. Ist er da? Muss geholt werden, stell das Radio lauter. Los. Ja, bitte. Herr Hausmann, hier spricht Professor von Bergstedt. Verzeihen Sie die Störung zu so fortgeschrittener Stunde. Sie wurden mir von meinem Innenarchitekten empfohlen. Es handelt sich um den Transport eines sehr wertvollen Kunstwerkes von der Akademie der Künste zu meinem Grundstück am Oberberg. Hören Sie mal, da muss ein Irrtum vorliegen. Ich bin kein Spediteur. Ich übernehme nur Ferntransporte. Wie bitte? Ich verstehe Sie so schlecht. Entschuldigen Sie, ich gebe gerade einen Hausmusikabend. Moment bitte. Valentin, die Tür zum Salon ist offen. Sehr wohl, Herr Professor. Ist es besser so? Schön. Selbstverständlich wird dieser Transport entsprechend honoriert werden. Mit 300 Mark, wenn Sie einverstanden sind. Morgen 18 Uhr, Herr Karlbaum in der Akademie weiß Bescheid, die Plastik steht für Sie bereit. Das Gewicht? Ja, ich schätze circa 30 Zentner. Selbstverständlich ist sie hochversichert. Neustadt Oberberg. Brentanostraße 32. Mein Architekt erwartet Sie gegen 19.30 Uhr. Er wird Ihnen im Park den Platz anweisen, wo die Skulptur aufgestellt werden soll. Wie bitte? Ja, es handelt sich um eine Art Ziege in der typischen Picasso-Manier von einem sehr jungen, hoffnungsvollen Bildhauer. Ich kann mich doch auf Sie verlassen. Sie sind mir als sehr zuverlässig. Danke, danke vielmals. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen eine schriftliche Auftragsbestätigung... Nein, danke ist nicht nötig. Ja, ja, Sie können sich auf mich verlassen. Guten Abend. Kuno, du bist ein Genie. Er hat doch nichts gemerkt, oder? Ach, woher? Sagen Sie mal, Chef, waren Sie auch schon mal in so einer Situation? In was für einer? Ja, ich meine mit einem Mädchen, das Sie heiraten wollten. Du sag mal, weiß denn der alte Latzke schon, was da auf ihn zukommt? Der hat keine Ahnung. Na dann, viel Spaß. Aber hören Sie mal zu, Chef, so ein Schwiegersohn wie mich, kann er sich eigentlich nur zu gratulieren. Na ja, bestimmt. Sagen Sie, Chef, ist das heute immer noch so üblich? Ich meine mit dunkelblauem Anzug und Blumen zu den Eltern zu gehen, um die Hand der Tochter anzuhalten? Selbstverständlich. Besonders beim alten Latzke, das alte Schule. Da liegt bestimmt viel Wert drauf. Also gut, trete ich morgen gleich an. Was denn, morgen schon? Ja, klar. Da verlobe ich mich gleich mit Lilly. Und als meine Verlobte ist er dann nicht mehr so gefährdet, oder? Bestimmt nicht. Für morgen Abend habe ich dann noch einen Auftrag angenommen. Oberberg. Müssen eine Ziege abliefern. Eine Ziege? Chef, Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Hey, im Ernst. Irgend so eine Plastik. Eine Plastik? Ja, um 6 holen wir das Ding in der Kunstakademie ab. Lohnt sich das überhaupt?
Kleinvieh macht auch Mist. Denken Sie an den neuen Wagen. Ja, für 3 Stunden ist die Bezahlung sehr ordentlich. Länger brauchen wir auf keinen Fall. Aber wir haben doch morgen die Fuhre nach Wuppertal. Wenn wir statt um 6 schon um 5 losfahren, schaffen wir das Spiel. Um 5, oh. 5 Uhr ist eine ganz normale Zeit. Ja, das finde ich auch. Und vorher stecke ich noch meine Steuererklärung beim Finanzamt in den Kasten. Oh. Ist was? So einen Brummschädel habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ja, das ist deine eigene Schuld. Die Kerle waren ja auch nicht mehr zu bremsen. Immer noch einen Doppelten und noch einen Doppelten. Und am Schluss dann auch noch Pfefferminzlikör. Oh. Kein Mensch hält das aus. War ziemlich spät, ne? Nur so. 1:30. Aber dem Hausmann, dem haben wir eine schöne Suppe eingebrockt. Bin ja gespannt, wie der die auslöffelt. Na, ich finde, ihr seid ein bisschen zu weit gegangen. Was heißt ihr zu weit gegangen? Und sein Geburtstagsgeschenk? Das Kamel, war das vielleicht nichts? So eine richtige Abreibung fehlt ihm schon lange. Höchste Zeit, dass der von seinem hohen Ross mal runterkommt. Ja, der kann euch verklagen wegen Geschäftsschädigung. Quatsch kann er. Ja. Selber schuld, wenn er so dusselig ist und drauf reinfällt. Was ist mit dem Knopf? Der fehlt. Das sehe ich. Morgen. 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 Nummer 28. Morgen, Fritz. Morgen. Na, gut bekommen? Mein Chef schon da gewesen? Bis jetzt noch nicht. Oh weh. Jedenfalls war das mal ein wirklich gelungener Abend. Ja, bloß immer der andere Tag. In deinem Alter habe ich noch ganz andere Dinger gedreht. Ich habe da mal auf dem Bau gearbeitet. Nummer 26, Würzburg, Werkzeugmaschinen mit Rückfracht. Für mich. Stör & Co., für die sind Sie doch schon gefahren, Herr Lehmann. Alte Bekannte. Morgen, Chef. Ja? Ausgeschlafen? Morgen, Kerr. Alle noch ein bisschen blass, hm? Hausmann schon da gewesen? Schon vor 2 Stunden. Hat eine Fahrt nach Wuppertal. Du, Walter, die Sache mit Hausmann läuft wie geschmiert. Wir müssen das abblasen. Du spinnst ja, Erwin. Jetzt fängst du das richtig an. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich auf heute Abend freue. Wenn der die Ziege in der Akademie abholt, sind wir dabei. Klar, Mensch. Wir treffen uns alle um 5 bei mir und fahren dann mit meinem Wagen zur Akademie. Und dann immer unauffällig hinter ihm her. Nummer 28, B-Gut nach Köln. Das sind wir. Also, Jungs, bis heute Abend. Und anschließend kleiner Umtunk bei Latzke. Auf meine Rechnung. Wenn das so weitergeht, kommen wir heute nie nach Wuppertal. An heute Abend darf ich gar nicht erst denken. Schließlich mache ich sowas zum ersten Mal. Nervös? Haben Sie schon mal um eine Hand angehalten, Chef? Bis jetzt noch nicht. Ihr Glück. Es zerrt ganz schön an Nerven. Sag mal. Ja, Chef? Weiß denn Lilly Bescheid? Ich meine, dass du die Absicht hast, dich mit ihr zu verloben. Ob Lilly Bescheid weiß? Müsst sie erst mal drüber nachdenken. Ich glaube eigentlich so richtig nicht. Ah. Aber sie ist bestimmt damit einverstanden. Ja, weißt du das? Das sagt mir mein Gefühl. So. Hoffentlich stimmt's auch, was dir dein Gefühl sagt. Fräulein, kann man denn überhaupt schon Mittagessen bei Ihnen bekommen? Ja, aber selbstverständlich. Ich meine, weil das noch nicht ganz 12 ist. Ja. Ich weiß nicht, Hugo. Sieh dir das doch mal an, ja? Also was da drauf ist, das kann ich alles nicht essen. Dann nimm doch eine Hühnerbrühe, da kann nichts passieren. Aus der Büchse. Schrecklich. Noch 2 Bier. Und? Sie wissen nicht, was Sie wollen. Lilly, Telefon für dich. Hotel Walter Schwan in Kempten. Was wollen die von dir? Nachher. Mach ihn so lange weiter. Na, was ist nun? Na, noch gar nichts. Die Herrschaften überlegen sich's. Das ist
ist unmöglich. Sie schrieben mir doch, dass ich die Stelle am 15. antreten sollte. Ach so. Ich weiß nicht, das ist etwas plötzlich. Na ja, ich verstehe Sie schon. Ich weiß ja, wie das bei uns ist, wenn plötzlich eine Angestellte ausfällt. Kann ich Sie heute Abend noch mal anrufen? Das muss ich erst mit meinem Vater besprechen. Sie rufen mich an. Gut. Na ja, so gegen 8 vielleicht. Ja. Auf Wiederhören. Was soll das heißen? Ich wollte noch mit dir darüber sprechen. Worüber? Ich habe mich um eine Stelle beworben. In einem Hotel. Als Empfangsdame. Du hast dich um eine... Und ohne mir ein Wort vorher davon zu sagen, das ist doch die Höhe. Was hätte ich denn machen sollen? Mit dir kann man in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr vernünftig reden. So, du kannst mit mir, mit deinem Vater nicht mehr vernünftig reden. Ich muss jetzt raus. Wir können später darüber sprechen. Du bleibst hier! Schrei nicht so! Ich brauche mich nicht anschreien zu lassen! Ich bin erwachsen, volljährig, falls du es noch nicht bemerkt hast. Sag mal, bist du verrückt geworden? Was hast du denn plötzlich für einen Ton am Leibe? Ich könnte schon lange verheiratet sein. Mich trifft der Schlag. Das ist doch wahr. Ich will nicht dauernd an mir rumnörgeln lassen. Jedes Mal, wenn ich etwas später nach Hause komme, und wann gehe ich schon aus? Dann machst du ein Riesentheater. Ich als dein Vater trage für dich schließlich die Verantwortung. Das ist es ja gerade. Ich will eben nicht, dass du die Verantwortung trägst. Ich will sie endlich selber tragen. Schließlich habe ich meine eigenen Vorstellungen, wie meine Zukunft mal aussehen soll. Hat dir bloß diesen Floh ins Ohr gesetzt. Da steckt doch jemand dahinter. Das ist doch nicht auf deinen Mist gewachsen. Jawohl, auf meinem. Red mir nichts ein. Ich kenne dich, mein Kind, besser als du denkst. Ich weiß genau, wer hier die Hand mit dem Spiel hat. Das ist wieder typisch. Mir traust du sowas nicht zu. Und dabei hatte ich so viel mit dir vor. Ja, ich weiß. Du wolltest mich auf die Hotelfachschule schicken. So zählst du mir seit 2 Jahren. Und mit welchem Resultat? Ich laufe mir heute noch hier als Servierer in die Hacken ab. Versteh doch, Paps. Ich will, dass aus mir was wird. Ich möchte was von der Welt kennenlernen. In Kempten? Ist doch egal wo. Aber anfangen muss ich. Und wann willst du da anfangen? In Kempten? Im Weißen Schwan? Eigentlich sollte ich am 15. Aber die Dame, die dort bisher im Empfang gearbeitet hat, ist plötzlich krank geworden. Ja, und deshalb, Herr Starkmann, das ist der Besitzer vom Weißen Schwan, ihm wäre es am liebsten, wenn ich gleich kommen könnte. Morgen. Entschuldigung. 2 Fässer, 10 Kästen. Heute reiche mir 8. Los, die Kiste da oben drauf. Was siehst du denn dauernd auf die Uhr? Wir schaffen das schon. Bis um 6 sind wir bequem zu Hause. Aber bis wir die blöde Ziege hinter uns haben, ist es 9. Hast du Angst, dass Lili um 8:30 den anderen nimmt? Ja. 2 Pils, 2 Kaffee. Paps, mach doch nicht so ein Gesicht. Ach, lass mich in Frieden. Ich geh schon ran. Latzke? Philipp, du bist's. Von wo rufst du an? Wuppertal? Was Besonderes? Nein, eigentlich nichts Besonderes. Wie geht's dir? Danke, mir auch. Du, pass mal auf, ich wollte heute Abend mal bei euch vorbeikommen. Ja, so zwischen 8 und 9. Da hätte ich was sehr Wichtiges mit dir zu besprechen. Was denn? Persönlich? Du, mein zukünftiger Chef aus Kempten hat angerufen. Stell dir vor, die wollen, dass ich schon morgen komme. Morgen? Das ist ganz unmöglich. Lilly, das ist eine Katastrophe. Katastrophal ist das. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nein, ich bin da konsequent dagegen. Was soll das heißen, du bist dagegen? Ist doch schließlich meine Angelegenheit und nicht deine. Und ob das meine Angelegenheit ist? Wenn ich mich mit dir verloben will, dann muss das meine Angelegenheit sein, verstehst du? Du sag das nochmal. Ich habe wohl nicht richtig gehört. Schrei nicht so, da platzt an mir das Trommelfell. Du willst mir verbieten, nach Kempten zu gehen? Wie kommst du mir denn vor? Wir sind doch nicht verheiratet. Ach, du spinnst ja. Sag das mal meinem Vater. Was meinst du, wie der sich freuen wird? Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, komm, beeil dich. Bis um 6 müssen wir an der Kunstakademie aufladen. Los jetzt, sonst verpassen wir noch die Hauptsache. Trampel nicht in meinen Blumen rum. Du fährst. Dich kennt er nicht. Wenn er uns sieht, riecht er sofort Lunte. Erst muss er merken, wer drinnen sitzt. Langsam kommen lassen. Noch mehr, noch mehr. Noch ein bisschen.
Langsam, langsam. Na, das geht so. Pünktlich wie die Maurer. So, jetzt langsam links einschränken. Tja, scheint ja ein ganz schönes Gewicht zu haben, das Ding. Ah, Sie sind sicher Herr Hausmann, ja? Hausmann? Ja, Karlbaum ist mein Name. Das wär's. Na ja, mal zieh mal die Plane hoch. Was soll denn das, Herr Karlbaum? Wie, was das soll? Die ist verkauft, mein Kind. Da staunst du, was? Das glauben Sie doch selber nicht. Wer kauft denn sowas? Ein Großindustrieller. Drum. Da ist euer Henry Moore mit seinen vielen Löchern und Dreck dagegen. Ja, da siehst du doch wenigstens, was es darstellen soll. Was denn? Weiter! Ich werd verrückt, Mensch. Das darf nicht wahr sein. Ich möchte bloß mal wissen, wie Martin das wieder abladen will. Vor allem, er kriegt die Plane nicht rüber. Er muss mit dem komischen Diesauer oder wie die Dinger heißen, durch die ganze Stadt fahren. Was heißt hier Dinosaurier, meine Herren? Sie haben ein Kunstwerk vor sich. Runde 1 ganz klar an uns. Philipp! Philipp! Los, los, lad die Bullen auf. Die Balken bringen wir ihn morgen zurück. Ja, das hat auch Zeit bis nächste Woche. Fahr zurück, sonst sieht er uns. Sein. Kannst du ein Straßenschild erkennen? Brentanostraße, stimmt. Nummer 32. Das ist wahrscheinlich das letzte Haus. Das ist es. Ich mach das Tor auf. Zu! Da ist eine Klingel und eine Sprechanlage. Sieht ganz so aus, als ob das Ding nicht funktioniert. Ja, nicht angeschlossen. Es muss aber doch irgendjemand da sein.
Kein Mensch da, Chef. Was machen wir jetzt? Mist, verdammter. Dann stellen wir das Ding doch einfach auf die Straße. Ist ganz einfach. Moment. Mal sehen, ob die da drüben in dem Haus Telefon haben. Wen wollen sie denn anrufen? Na, diesen komischen Professor, wen denn sonst? Junge, Junge, ist der geladen. Und der Dicke kommt auch ins Schwitzen. Allein fängen die beiden die Ziege nie runter. Schade, in dem Garten käme sie gut zur Geltung. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns jetzt verdrücken. Wenn er uns jetzt erwischt, macht er Hackfleisch aus uns. Naja, eigentlich ist das angelaufen, also ab zur Tränke. Na, hat's geklappt, Chef? Meldet sich niemand. Ah, Kunststück. Wenn keiner da ist, kann sich ja auch keiner melden. Da zieht er ja auch erst ein. Jetzt wohnt er doch in der Frankfurter Straße. Na, schöne Schweinerei. Mal los, einsteigen. Jetzt fahren wir das Ding dorthin, wo wir es hergeholt haben, zur Akademie. Wir halten es nicht für möglich. Aber wenn ich Ihnen sage, hier, die waren dabei, die können es bestätigen. Der Hausmann muss sich doch an der Stimme erkannt haben. Kuno hat mit ihm telefoniert. Der hat ihn für einen richtigen Professor gehalten. Punkt 6 war er mit seinem Gartenzwerg, dem Philipp, an der Akademie und hat das Ding aufgeladen. Die haben geschwitzt wie die Kunis. Und dann ab damit zum Oberwerk. Wir haben genau gegenüber gestanden, aber so, dass wir es nicht sehen konnten. Natürlich kein Mensch da, das Eisentor verschlossen, das Grundstück wie ausgestorben. Die Gesichter von den beiden hätten Sie sehen sollen, was, Fritz? Hausmann war auf 180 und wir haben uns totgelacht. Und, was hat er gemacht? Na, ist dann in ein Nachbargrundstück gegangen. Ich nehme an, er hat mit dem Professor telefoniert. Der natürlich keine Ahnung hatte. Und damit ist die Bombe geplatzt. Es fehlt dir nur noch, dass hier auch keiner da ist. Mensch! Platz wie das Trommelfell. Gestorben. Das ist doch zum Kotzen. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das Blöde ist nur, dass wir die dämliche Ziege nicht alleine runterkriegen. Chef? Ja? Können wir noch mal bei mir zu Hause vorbeifahren? Ich meine, ich wollte du ja noch... Du kommst schon noch früh genug zu deiner Lilly. Als ob das im Augenblick wichtig wäre. Na, für mich ist es lebenswichtig. Ah ja. Verdammte Ziege! Na, ich glaube, Chef, da gehen Sie ein bisschen weit. Ach was, ich meine doch die hier, nicht deine, deine Lilly. Ah, heute können wir ja sowieso nichts mehr machen. Müssen wir halt morgen noch mal nach Oberberg fahren. Ah, morgen früh haben wir eine Ladung nach Gießen. Ah, stimmt ja. Na, Schaller und Co. Aber solange das mich zieht, da ja, oben hockt. Eben. Deshalb muss ich so schnell wie möglich jemanden suchen, der die Fracht nach Gießen übernimmt. Bei Latzke. Da finden Sie bestimmt jemanden. Jetzt habe ich sowieso nur verloren. Siehst du, mein Gefühl, hier die Kurve zu kratzen, war goldrichtig. Guten Abend. Wie geht's? Gut. Warum? Kann doch mal fragen, oder? Was ist denn los?
Irgendwas passiert? Bei uns? Wie kommst du denn darauf? Bei uns ist alles in bester Ordnung. Nimm den Stuhl und setz dich her. Ich muss erst mal was essen. Übrigens, vielen Dank für dein Geburtstagsgeschenk. Du hast dich ja ganz schön in Unkosten gestürzt. Hauptsache, es hat dir Spaß gemacht. Spaß ist gar kein Ausdruck. Du hast mich damit direkt glücklich gemacht. Kamele liebe ich nämlich ganz besonders. Oh, das freut mich. War gar nicht so einfach für dich, das Richtige zu finden. Nand, Herr Hausmann. Nand, Pilz, irgendwas zu essen. Wie wär's mit italienischem Salat? 1A, bestimmt. Ah, einverstanden. Sag mal, kann jemand für mich eine Ladung übernehmen? Schaller und Co. Morgen früh um 8 nach Gießen. Dein Wagen schon wieder kaputt? Nee, ich hab da noch eine Fracht. Bin groß geworden. Jetzt muss ich morgen früh noch mal hinfahren, so gegen 8. Aha. Was hast du denn jetzt bei dir drauf? Tja, weißt du, ich würde dir ja ganz gerne unter die Arme greifen, aber morgen früh ist es ausgerechnet bei mir ganz schlecht. Herr Hausmann, Ihr Essen. Ja, danke. Ich setz mich da hinten hin. Wir sprechen mal drüber. Irgendeine Möglichkeit wird sich schon finden. Danke, Herr. Tante Hilde gesprochen. Sie kommt morgen. Sie hilft dir sehr gern, bis du jemanden gefunden hast. Hilde, die hat mir gerade noch gefehlt. Am liebsten würde ich den ganzen Laden dir hinschmeißen. Ich gehe nach oben. Packen. Namen. Was hast du da drin? Rosen. Rote, dunkelrote. Ich kann den Auftrag nicht übernehmen. Ich dir sage, völlig ausgeschlossen. Und dann nimm ihn doch selber. Kann ich doch nicht. Will doch morgen früh dabei sein, verstehst du? Bei mir ging's. Herr Latzke? Doppelten Cognac, Herr Latzke. Französischen, wenn's geht. Was ist mit dem heute los? Ich musste allerdings ziemlich umdisponieren. Ich finde die ganze Geschichte sowieso ziemlich riskant. Zumindest kann er uns eine Klage an den Hals hängen, wegen Geschäftsschädigung oder so. Ist doch Quatsch. Also ehrlich, so ganz wohl fühle ich mich dabei auch nicht. Du übernimmst deine Ladung und bist fein raus. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich stell dir doch auch eine Portion. Ach nee, lieber nicht. Französischer? Danke. So in Schale geworfen? Sieht heute direkt wie ein Herr aus. Ist er ja auch. Immer gewesen. Herr Latzke, auch einen italienischen? Er möchte gern mit Ihnen reden. Warum? Kann er doch. Naja, allein. Unter vier Augen. Wenn es unbedingt sein muss. Also, unter vier Augen. Darf ich mich setzen? Von mir aus. Eigentlich bleibt man ja bei Anlässen dieser Art stehen. Lilly ist nicht zufällig hier. Was hat Lilly damit zu tun? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Lilly hat sehr viel damit zu tun. So. Ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter. Sag mal, wie viel Cognacs hast du vorher schon getrunken? Keinen einzigen. Schließlich bin ich Autofahrer, berufsmäßiger. Aber irgendwas muss da bei dir nicht in Ordnung sein. Hier oben vielleicht? Ich bin prima in Ordnung. Das bist du nicht, du bist übergeschnappt. Aber Herr Latzke... Natürlich bist du das. Ein normaler Mensch kommt doch überhaupt nicht auf so eine Idee. Und wie sind Sie damals auf die Idee gekommen? Ich? Wieso? Na, als Sie Lillys Mutter heirateten. Das war etwas völlig anderes. Ach so. Na gut, also wenn Sie mit einer Heirat nicht einverstanden sind, würde ich erst mal eine Verlobung vorschlagen. Aber nicht mit meiner Tochter! Ja, los. Hast du mal einen Groschen für mich? Du musst mit Hausmann sprechen. Ich? Wieso ich? Sprich du doch mit ihm. Du hast mit ihm telefoniert. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ihr habt mich da bloß mit reingezogen. Ich habe genauso wenig damit zu tun. Kara hat das eingebrockt. Soll es auch auslöffeln. Wohl doch einen doppelten, was? Ich
sturer Bock. Will er nicht? Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Was bildet er sich eigentlich ein? Soll froh sein, wenn er so einen Schwiegersohn bekommt wie mich. Und was ist jetzt? Jetzt will er mit ihr reden. Aber da wird er sich wundern. Jetzt kann überhaupt keine Rede davon sein, dass ich ihn heiraten werde. Immerhin will er sich mit ihr verloben. Er will. Aber ob ich will? Ach, du willst gar nicht? Das weiß ich eben nicht. Ich habe nie darüber nachgedacht. Ich war ja selber ganz überrascht, als er mir das so plötzlich am Telefon sagte. Aber du musst doch wissen, ob du ihn... Was? Na, ob du ihn liebst, Herrgott, noch mal. Weiß man das immer so gleich? Bei deiner Mutter habe ich es jedenfalls gewusst. Genau. Und gleich. Ist das immer so? Immer. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Nichts. Nichts? Ich muss ihm doch irgendwas sagen nachher. Zum Beispiel, du kannst ihm sagen, Philipp, sagst du, du bist ein netter Kerl, aber den Mann, den ich mal heiraten werde, den habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe ihn mir aber nicht anders vorgestellt. Das heißt, ich habe mir bis jetzt überhaupt keinen Mann vorgestellt. Und außerdem habe ich Philipp gern. Sehr gern sogar. Das reicht nicht. Bloß weil du ihn gern hast, ist das noch lange kein Grund, dich zu verloben. Und außerdem, du fährst ja morgen früh weg. Das sieht ja beinahe so aus, als ob du dich plötzlich darüber freust. Ich freue mich nicht darüber, aber es ist für mich das kleinere Übel. Sag ihm, er soll raufkommen. Aber bitte so, dass es nicht das ganze Lokal hört. Ach, der Latzke ist ja gar nicht so. Lass ein bisschen Zeit vergehen, da sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Noch ein Doppelten. Das war der sechste. Danke. Ja, mir wird das zu laut hier. Kommst du mit? Nein. Ich muss erst noch mit Lilly sprechen. Du, das würde ich auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Mm-mm. Ja. Wie du willst. Also dann, gute Nacht. Nacht, Chef. Man denkt dran, morgen früh um 7. Hausmann geht. Lass ihn doch gehen. Du kannst sie doch nicht morgen früh noch mal hinfahren lassen. Wir kommen doch alle in Teufels Küche. Hast du schon mal einen größeren Blödmann gesehen wie den Hausmann? Du bist doch morgen früh dabei. Ehrensache. Ja, wo wollen Sie denn hin? Morgen. Hausmann. Morgen. Wo sollen wir denn das Ding abladen? Ein paar von Ihren Leuten müssen schon mithelfen. Ja, entschuldigen Sie, aber was für ein Ding sprechen Sie eigentlich? Na, von wem da? Ich find's gar nicht mehr komisch. Aber ich? Irrsinnig komisch. Na, dann mach mal die Scheinchen locker. Hier. Ist mir die Sache wert. Sagen Sie mal, Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen, was?
Wer schickt Sie denn? Was heißt denn hier, wer schickt mich? Professor von Bergstedt natürlich. Haben Sie einen schriftlichen Auftrag? Nein. Er hat mich am Donnerstagabend angerufen und mich beauftragt, die Plastik aus der Kunstakademie abzuholen und hier abzuliefern. Vereinbart war, dass ich sie gestern Abend hier abliefern sollte, aber es war kein Mensch da. Das ist ein dummer Scherz, ne? Hören Sie mal, ich habe meine Zeit nicht geklaut. Oder glauben Sie, ich fahre mit dem 30-Zentner-Ding aus Spaß durch die Gegend? Die Ziege kommt runter und damit basta. Herr Hausmann, Professor Bergstedt kann Sie überhaupt nicht angerufen haben. Weil er sich nämlich im Augenblick in Südafrika aufhält und frühestens in einem halben Jahr zurückkommt. Was? Chef? Morgen. 300. War doch so abgemacht, ne? Komm. Was ist los? Was hat er gesagt? Nichts, kein Wort. Keinen Funken Humor haben die Leute mehr. Und die piepen? Weg, siehst du doch. Na, können Sie sich nicht woanders hinstellen. Sie halten doch den ganzen Betrieb auf. Immer mit der Ruhe. Kleinen Scherz geleistet, was? Aber einen ziemlich teuren. Was wird er wohl jetzt mit der Ziege machen? Zur Akademie zurückbringen, natürlich. Los, wir fahren ihm nach und helfen ihm beim Abladen. Der ist nicht hier gewesen. Und außerdem, wie stellen Sie sich das vor? Ich bin heilfroh, dass ich die Ziege los bin. Die kommt hier nicht wieder rein. Naja, nichts für ungut. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der wird sich wundern. Das wird er, Chef. Wie gut, dass niemand zu Hause war. Ja. Mami, guck mal. Die haben schon wieder was geschenkt bekommen. Was ist denn hier los? Runter von dem Ding! Komm, komm, komm.